Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade in meinem Treppenhaus und gehe jetzt zu meiner Mutter zur Arbeit. Und dann nimmt sie mich mit nach Hause, weil ich hier keinen Roller habe. Habe ich jetzt die ganzen Pakete hier. Und dann verteile ich wieder Flyer. Habe ich wirklich alles mit? Ja. So, bis gleich. So meine Lieben, ich bin jetzt hier bei Multimarkt, also bei Multimarkt, und haben was gekauft für die Katze. Meine Mutter weiß ja immer noch nichts davon, dass ich jetzt zwei habe, aber wird sie wieder ausrasten und habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich es auch immer geheim. Ich hoffe ja auch, dass ihr die nichts weiter erzählt. Ich habe da so ein Halsband gekauft, damit sie nachts, das mit der Nacht nicht so miaut oder sich wohler fühlt. Von Felisept. Das ist das andere Feliway und Felisept, das hier. Das ist ein Halsband. Ich versuche es einfach, wenn es klappt, wäre natürlich super. Hier steht auch, enthält beruhigende Stoffe gegen Kratzen, gegen Harnmarkierungen, gegen Ängste, Überempfindlichkeit oder Reizbarkeit und anhaltende Miauen und Appetitlosigkeit. Also Appetitlosigkeit hat er das nicht, aber auf jeden Fall anhaltendes Miauen. Und das, ja, ich versuch's, wenn es nicht klappt, dann müssen wir auch dadurch. Schaffe ich auch. Von daher, bis gleich. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und dieses Halsband, ja gut, es ist nicht gut, ein Halsband für eine Katze, ich weiß, aber ich habe es drauf gemacht, umgemacht und ja, vielleicht mal so eine halbe Stunde war wirklich Ruhe. Also ich habe wirklich kein Miauen gehört, sondern wirklich, es war sowas von schön. Danach wirklich eine Welle von Miauen, also wirklich krass, also das habe ich noch nie erlebt. Wirklich nur vielleicht 5 Minuten und seit dieser Zeit ist hier Ruhe. Ab und zu natürlich mal so ein kleines Miau, nicht so laut sagen, aber sonst ist hier wirklich Ruhe. Es ist echt schön. Ich weiß, es ist eine Katze und die muss sich erstmal eingewöhnen, ich weiß. Aber trotzdem, es ist die Nächte. Und wenn die so bleiben, na gut, Prost, Mahlzeit. Aber na gut, ich lobe Besserung, ich hoffe es zumindest. Ich habe eine kleine Bitte. Ich weiß, ich frage viel in meinen Videos, aber ich habe ja ein iPhone 6 verkauft, weil ich ja jetzt das iPhone 7 habe und ich brauchte das andere ja nicht. Und deswegen habe ich es verkauft an einen jungen Mann. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe das alles versucht, das Handy auf Werkwiedereinstellung zu machen, hat nicht ganz geklappt. Aber jetzt ist das Problem so, dass er sich jetzt fast täglich meldet, weil ich irgendwie das Handy aus diesem Apple ID löschen soll. Das habe ich jetzt auch gemacht. Also ich bin zumindest bin ich auf diese Seite von Apple gegangen, dieses iTunes, und habe mich da angemeldet mit den Apple ID, wie man das so nennt, die E-Mail-Adresse und halt das Passwort habe ich eingegeben und habe dann dieses iPhone 6 gesucht und habe das dann so entfernt und gelöscht. Ich habe gedacht, das reicht, aber hat irgendwie doch nicht gereicht. Und dann habe ich das, also ich habe ja auch das gleiche Apple ID auf diesem Handy jetzt, ne? Hatte ich bis letzten Montag. Und dann habe ich dann halt eine neue Apple ID für mich eingerichtet. Habe dann gedacht, dass ich den, die andere Apple ID einfach für die Person lasse. Aber das hat auch nicht geklappt. Jetzt meldet sie sich ständig und will, dass ich das lösche. Habe ich aber schon. Und Leute, was soll ich machen? Ich melde mich da ständig bei dem und erzähle, ich habe das alles schon gemacht, wie sie das wollten. Aber es kommt keine Besserung in Gesicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, ne? Weil ich habe es ja verkauft und ich weiß auch nicht. Der kommt irgendwie nicht aus Hameln, sondern irgendwie aus weiter weg, 60 Kilometer, keine Ahnung wo, rechts, links,
Keine Ahnung. Ich wäre toll, wenn einer von euch Apple-Spezialist ist und Ahnung davon hat. Ja, weil ich möchte ja auch gerne, dass der zufrieden ist mit meinem alten Handy. Von daher, gut. Außerdem war ich heute noch Flyer verteilen. Das ist, macht echt Spaß. Also bescheuert, hört sich bescheuert an, aber es macht wirklich Spaß. Das ist, ja gut, kennt man, also lernt man Orte oder zumindest Orte nicht, Häuser kennen. Ja, die kannte ich vorher noch gar nicht, in dem Sinne, dass da jemand wohnt. Also krass. Das ist, so schlecht ist es gar nicht. Also ich wusste vorher auch, dass es nicht schlecht ist, aber trotzdem. Also ich habe jetzt wie viele, weiß ich nicht. Ich habe jetzt Hameln nicht durch, natürlich nicht. Aber die Nordstadt habe ich, die Innenstadt habe ich durch. Also da, wo ich wohne. Und in der kleinen Bergl habe ich jetzt angefangen. Und Ohr mache ich jetzt morgen, ja. Und Richtung Bad Pyrmont soll ich auch fahren. Und das Problem ist, ich werde es, wenn überhaupt, versuchen, auf jeden Fall. Aber leider erst, wenn mein Roller wieder heile ist, weil sonst weiß ich nicht, wie ich nach Bad Pyrmont kommen soll. Aber na gut, ich glaube, das schafft schon. Wenn, dann kaufe ich eben ein Zugticket und fahre dann nach Bad Pyrmont und verteile da die Blätter. Mein Gott, klappt auch alles. Ja, ich laber jetzt nicht mal so viel. Ich genieße die Ruhe. Vielleicht kommt ja noch was, dass du wieder rummotzt. Das weiß ich halt noch nicht. Ja, meine Lieben, wie gesagt, auch viele, na viele, zwei neue Abonnenten. Ja, immerhin etwas. Es ist ja schön. Gut, wie gesagt, haut rein, ihr Lieben. Tschüssi.